Hallo meine Wundervollen und ganz herzlich zurück oder neu auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder, ich mache wieder mit, ein Penning Sisters Project, denn ich finde das einfach so, so cool. Ich habe ja damals so ein bisschen mein Finale einmal gemacht, aber ich liebe diese Reihe einfach und schaue das so unheimlich gerne. Die ist ja von der wundervollen Mello Flori, oh, ich liebe diese Frau, ins Leben gerufen worden. Und mittlerweile machen auch echt viele mit. Ihr wisst das vielleicht noch von meinen älteren Videos. Ich habe mir da echt Projekte vorgenommen, die frustrierend waren. Und die süße Mello Flori sagt auch immer, man möchte einfach Erfolgserlebnisse haben. Und dementsprechend, ich hoffe, ich habe hier halbwegs gut ausgesucht. Ich habe ein bisschen gemischt, Make-up und Pflege, was ich halt gerne aufbrauchen möchte, einfach weil, nicht weil das Sachen sind, die ich zum Beispiel nicht leiden kann, sondern einfach weil es zu schade ist, nicht dass die Sachen mir vielleicht schlecht werden und teilweise sind Sachen dabei, die halt schon ein bisschen älter sind und ich hoffe natürlich auch, dass einige davon leer werden. Es sind echt auch geliebte Sachen von mir hier mit dabei diesmal, wo ich denke, da werde ich auf jeden Fall meine Erfolge feiern. Und ich starte direkt mit dem ersten Teilchen. Also wenn ich das nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Sollte ich doch irgendwann komplett die Lust an einem Teilchen verlieren, dann tausche ich das auch einfach aus, ne? Und normal sollte natürlich eins leer werden und dann kommt das nächste Teilchen hier mit dazu und ihr könnt dann auch gerne mitmachen. Das ist nämlich auch cool. Ich finde das motiviert, auch wenn man nicht so alleine da sitzt und seine Produkte irgendwie leer bekommen, ja, muss. Wobei ich sagen muss, hier sind auch Sachen dabei, wo ich sparsam bin. Da sind wir wieder bei dem Thema. Manchmal hat man auch Produkte, die mag man so gerne, dann möchte man nicht, dass sie leer werden, obwohl man sie vielleicht sogar auch im Backup hat, aber wo man so ein bisschen trauert und dann so wenig verwendet, einfach um da länger dran zu haben, ne? So, ich wollte mit dem ersten Teilchen starten und wehe, jemand lacht mich jetzt aus, aber ein Garant, finde ich, für ein Erfolgserlebnis ist ein Lippenstift, den ich gerade auch hier auf den Lippen trage. Die Farbe ist echt wunderschön. Der ist so schön vom Auftrag her und schön feuchtigkeitsspendend und mag ich echt gerne leiden. Ist einmal von Avon. Kommt schon, Leute, ich schaffe den. Ich schaffe den klein zu kriegen. Und da sind wir auch bei dem Thema, man möchte ja, dass man Erfolge feiert, ne? Dieser kleine Mops kommt also als erstes mit ins Rennen, ist übrigens die Farbe Rose Mauve, wenn das einen interessiert und er sich den vielleicht nachschnappen möchte, ne? Ist echt eine wunderschöne Farbe und einmal der hier geht an den Start. Ich blende euch natürlich wieder die Waage ein und dann könnt ihr auch die Grammzahlen sehen, ne? Und schreibt dann wie gewohnt unten beim nächsten Video dann, wie sich das verändert hat. Oder ne? Dann könnt ihr das wunderbar nachvollziehen. Ich hoffe, einige von euch machen auch mit, weil das wird echt, das wäre mir eine Freude, euch da nämlich auch zu begleiten und da mitzustöbern, wie das Ganze bei euch so läuft, ob ihr Erfolge feiert, ob euch Produkte einfach zu Tode nerven, obwohl ihr sie eigentlich gerne habt, aber ihr denkt, mein Gott, geh doch bitte leer. Da bin ich echt gespannt drauf. Auf jeden Fall der kleine Mops hier als Startposition Nummer 1. Dann habe ich hier etwas, oh, das ist echt nice, das ist echt nice, aber das ist eigentlich schon vom MHD her sehr, sehr kritisch. Und ich mag das echt gerne leiden und deswegen will ich das einfach häufiger verwenden im Moment, weil es halt so schön ist und ich nicht möchte, dass es mir kippt. Das ist hier nämlich so ein kleiner Lippenbalsam von Neil's Yard, glaube ich, so heißt das. Das war irgendwo in der Box drin, wo ich schon gesagt habe, oh, das könnte knapp werden. Wild Rose Beauty Balm ist das hier einer, ne? Ein ganz toller, tolles Öl, ne? Ich kann den ja auch zum Beispiel hier so ein bisschen Ellenbogen und tralala, ne? Oder die geschundenen Hände mit einschmieren. Und auch der geht dann einmal mit an den Start. Der ist aber noch relativ, ne? So eine kleine Kuhle habe ich schon geschaffen. Yay! Aber es ist natürlich noch einiges drin. Und
Da braucht man auch tatsächlich gar nicht so viel, dass der schön pflegend ist. Mag ich unheimlich gern. Der riecht auch wunderbar noch. Der riecht noch gut, noch toll, alles tutti. Aber wäre schade drum, wenn es dementsprechend vielleicht doch kippt. Deswegen kommt der auch hier in das Projekt und da werde ich fleißig grämen und machen und tun, weil der echt so schön ist. Das wäre einfach zu schade drum. Dann habe ich ein bisschen, ja, dekorative Kosmetik hier mit reingeworfen. Eins von den Pudern, die ich sehr, sehr gerne mag. Das habe ich euch, glaube ich, auch mal gezeigt. Oh, das ist tatsächlich schon länger her, weil das Puder ist halt alt, ne? Und da habe ich auch so ein bisschen Schiss vor, ne? No Filter needed hier. Hashtag No Filter von NYX. Das ist so gut. Ich mag das echt gerne leiden und benutze das eigentlich auch hier und da mal, aber vielleicht nicht in der Häufigkeit, wie es bräuchte. Ist die Farbe Ivory übrigens, ne? Und ach, jetzt geh auf, du Puder. Ne? Vielleicht ist das der Grund, warum ich dich nie benutze, weil du nicht aufgehen möchtest. Doch, es geht auch. Ich sehe da schon, da sind wir wieder bei dem letzten Mal, hatte ich zwei Puder drin, wo ich mir auch dachte, oh mein Gott, Katrin, was hast du vor? Ich sehe da schon so ein ganz leichtes Hittepen, was mich hier motiviert hat, dieses Puder einmal mit reinzunehmen. Und weil ich es halt super gerne mag, ich habe es auch heute natürlich drauf, ne? Soll ja leer werden hier. Und ist echt so ein leichter Weichzeichner-Effekt dabei. Mag ich super gerne. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen, ich krame wieder in meinem Chaos, wie ihr das gewohnt seid, ne? An dieses Puder von Dalton, ne? Hier so ein bisschen von Nee ist das ja, ne? Einmal das hier. So, das hat auch so einen schönen Weichzeichner-Effekt, aber das ist noch ein bisschen neuer, deswegen lege ich dich das mal beiseite und schnapp mir diesen kleinen Mops hier, damit der auch leer wird. Das sieht schon richtig mitgenommen aus, aber ich liebe es schon sehr lange, wie gesagt, und ne? Deswegen kommt das jetzt auch einmal hier mit dabei. Dann habe ich ein bisschen Pflege zur Motivation reingelegt. Ich glaube, das wird mir nicht schwerfallen. Das wird, glaube ich, sogar mit ein Produkt sein, was als erstes leer wird. Aber ich liebe diese Augenpads so hart. Ich feiere die. Und da sind nicht mehr viele drin. Das sind diese Deep Puff Espresso-Augenpads, die ich so, so gerne mache. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht durchgezählt, wie viel drin sind. Die schwimmen so wunderbar noch in dieser Flüssigkeit. Und ne, klibbern hier einmal rum, obwohl die unterm Auge überhaupt nicht klibberig sind. Deswegen mag ich die auch so gerne. Meine geschwollenen Augen und Augenringe werden den Rest besorgen, dass die natürlich leer werden, weil ich die auch sehr häufig dann morgens mir mal beim Kaffee trinken einmal draufhaue. Einmal die gehen auch an den Start und da sieht man auch, das sind keine Produkte, die ich nicht mag und hoffe, dass sie leer werden so auf die Tour, sondern Produkte, die ich einfach gerne mag und um die es halt einfach schade wäre. Und ich meine, gerade bei Augenpads muss man ja immer so ein bisschen hinmachen. Ich weiß gar nicht, ja, Puder, haben Sie hier ein MHD mit drauf? Ich weiß es nicht, ne? Die habe ich ja jetzt schon eine Zeit lang offen. Natürlich ist mein Backup gesichert und ich kleines Spielkind, wie ich hier einfach mit rumspiele. Zeit, wo ich mit euch quatsche. Die gehen auf jeden Fall auch mit an den Start. Dann habe ich hier ein Teilchen und ich glaube, das werde ich auch leer kriegen. Das ist von Blue Sky. Ich meine, das war im Adventskalender drin, ne? Ist so ein Nagelöl, aber als so zum Rausdrehen, ne? Und das könnt ihr euch wunderbar hier einmal dran machen, ne, um so ein bisschen die Nagelhaut zu pflegen natürlich. Ich habe ja hier wieder meine Press-Ons von Do Nails, wo ich gerade so am Sinieren war, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ob ich das vielleicht auch nehmen könnte, um die zu entfernen. Muss ich mal schauen, auf jeden Fall habe ich hier, denke ich mal, wird das schnell leer werden. Dazu noch ein bisschen Pflege für die Finger, dass ich da mal dran denke und die lieb habe. So, jetzt kriegen sie alle noch ein bisschen ab. Da ist jetzt auch noch ein bisschen mehr rausgekommen, ne? Da bin ich auch sehr gespannt, ne? Wie ich da vorankomme. Dann habe ich noch ein bisschen dekorative Kosmetik und zwar, oh, das ist so ein schöner Liquid Highlighter. Oh mein Gott, ich sollte ihn einfach leer machen. Von Delilah ist der hier, ne? Wunderbar.
der schön, so ein Schimmer, der einfach so glowy immer aussieht. Auch den habe ich heute hier bereits verwendet. Und ja, da ist noch gut was drin. Also da muss ich mir nichts vormachen. Es ist noch gut was drin, auch wenn ich hier gerade versuche, den Rand uns so ein bisschen frei zu schaben. Ne? Also es ist nicht mehr ganz voll. Es ist schon gut was weg, weil ich ihn halt gerne mag. Aber da ist noch einiges drin. Und gerade bei solchen Geschichten ist natürlich auch das Problem, dass die schnell austrocknen. Deswegen, ne, kommt der jetzt einmal auch ein bisschen häufiger zum Einsatz. Und auch den werde ich euch natürlich updaten, wie es da vorangeht. Dann, oh Gott, das hier ist so ein Teil, ich möchte nicht, dass es leer wird. Und dann wieder nicht dazu greife, obwohl es so gut ist. Und den habe ich halt auch schon ein bisschen länger. Und ihr wisst ja, dann hinterher, wenn ich das Ding nicht leer mache, ich ärgere mich drüber. Das war tatsächlich auch ein Geschenk gewesen, da habe ich mich sehr drüber gefreut, hat mein Azubi mir damals sogar Geschenk gehabt, der Süße, von Tarte, Shape Tape, der ist so gut, der ist so gut, ich mag den gerne leiden, ich habe gar keine Ahnung, wie viel hier noch drin ist, ist übrigens die Farbe 22N, Light Neutral, auch ein schöner Farbton, der bei mir gut passt. Es ist noch ein bisschen Weg vor mir, aber jetzt brauche ich kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn er dann leer wird. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das ist halt echt so einer, ich mag ihn, ich liebe ihn und benutze ihn nicht, weil, oh, der soll halten, ne? Einmal, so schaut er übrigens aus und der deckt halt mega gut besorgte Augenringe. Einmal hier mit ab und... irgendwie will ich trotzdem nicht. Ich sag so bekloppt, die Frau. Irgendwie will ich trotzdem nicht, dass er leer wird. Na, weil da habe ich auch kein Backup von. Müsste ich mir dann, ne, nochmal nachholen, als hätte ich keinen Concealer in dem Haus hier. Ne? Manchmal ist man einfach so. Dann. Oh, das mag ich auch so gerne. Da habe ich Gott sei Dank noch ein Backup, deswegen fällt es mir hier nicht so schwer. Oh, lieb ich, ist hier von Some By Me, dieser Bye Bye Blackhead Bubble Cleanser. Leute, der ist so gut, der ist so gut. Und da habe ich euch schon mal einen vorgeschwärmt und habe mir den dann auch nachgeholt. Auch mit Teebaumöl ist hier einmal mit drin und Natural BHA, was natürlich auch gut ist für so ein bisschen Pickelbekämpfung, kann ich nur nicht so oft. Weil je nachdem, wenn ich dann Retinol oder so, dann passe ich da immer so ein bisschen auf, dass ich sowas nicht verwende. Ich liebe den Duft davon einfach. Und der schäumt jetzt gerade meinen Concealer so ein bisschen weg. Ich lasse den kurz auf der Hand sitzen und bubbeln. Und der ist auch schon gut leer. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht, aber ich blende euch ja natürlich auch noch die Waage und so mit ein. Also... hier fängt schon an rumzubabbeln, ne? Und der reinigt halt super gut. Wie gesagt, nur hat man dann immer so seine Routinen und da passt der einfach nicht so rein. Deswegen einmal jetzt ein bisschen mehr in die Routine eingebaut, damit das gute Teil nicht schlecht wird, ne? Dann habe ich hier, oh Gott, meine Hand, wie das aussieht, Leute. Ich sag's euch. Der wird übrigens auch so ganz, ja, so angenehm. Hinterlässt die Haut auch ganz toll. Ach ja, da ist er weg, der Concealer. Einmal weggebabbelt und ich habe das Zeug hier wieder an Händen. Habe aber hier noch so ein kleines Schnuffeltuch. Das kann ich gerade mal nehmen, ne, um das Ganze hier zu entfernen. So, da ist der Concealer. Ne? Einmal weggebabbelt. Jetzt sieht meine Hand auch richtig schön fresh aus. Und das kann ich gleich nutzen, um euch das nächste Teilchen zu zeigen, was ich gerne aufbrauchen würde. Einfach... weil ich auch nicht möchte, dass das schlecht wird. Es ist nämlich echt gut. Ist von Avant hier einmal diese Handcreme. Hand Nail and Cuticle 3-in-1 Anti-Aging Cream. Und die muss dann einmal... ich sollte eh wieder öfter meine Hände eincremen. Also manchmal bin ich so ein kleiner Schlurri, der das gerne mal vergisst. Wie vorsichtig sie hier ihren kleinen Tropfen rausnimmt, ne? Ich wollte es leer machen. Und dann bin ich wieder geizig damit. Die mag ich echt gerne. Das ist eine tolle Handcreme. Kann man gar nicht anders sagen. Ich meine, Avant sind wir wieder bei den Preisen, über die wir nicht unbedingt reden müssen. Ne? Aber man findet die Sachen ja auch gerne mal in Boxen oder Kalendern.
Und gerade die Handcreme, Leute, ich bin da sehr penibel mit. Ich mag so speckige, fettige Handcremes nicht gerne. Ich mag das, wenn die schön einziehen und die Haut so geschmeidig machen. Und diese Handcreme macht das definitiv. Also die zieht ganz toll ein, ohne so einen Backfilm zu hinterlassen. Mag ich gerne, wäre schade drum. Deswegen ab ins Projekt. So, und dann noch eine meiner geliebtesten Marken hier einmal am Start, Dalton. Und ne, wenn Avant hier an die Hände kommt, kommt Dalton einmal für die Füße mit an den Start. Und die muss ich echt häufiger machen. Wirklich, die ist zwar schon gut leer, halb leer, ne? Aber ich sag's euch, ich habe immer so geschwärmt, wir haben bald Sommer, bald ist Flip-Flop-Zeit. Ich sollte mich wieder mehr um meine Füße kümmern und die lieben. Das ist manchmal echt, wo ich denke, mein Gott, es bleibt auf der Strecke. Gerade, muss ich echt dazu erzählen, ne? Dank meinem kleinen Hundi, der einfach hart wie ein Weltmeister und ich dann im Badezimmer manchmal stehe. Und natürlich liegen da auch Haare, ne, auch von mir und von Schatzi. Okay, es ist nicht nur der Hund schuld, so. Aber wirklich viele Haare und das mag ich das einfach nicht. Und mir die Füße einzucremen, weil ich dann die Füße, wenn ich die auf die Fliesen stelle, da Haare dran kleben. Also wirklich so. Ich muss das wieder mit an die Couch nehmen, wo ich dann genüsslich meine Füße eincremen kann. Da habe ich tatsächlich im Moment eine andere Fußcreme auch stehen. Aber die steht im Bad und da steht sie halt. Ne? Und jedes Mal denke ich, ach, ich creme mir schön die Füße ein und dann gucke ich auf den Boden und denke, nö, mache ich nicht. Um dem Ganzen hier einmal so ein bisschen wieder und meine Füße auch vom Sommer so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, gibt es einmal diese Fußcreme vom Dalton. Und das sind meine 10 kleinen Projekte, manche größer, manche kleiner, manche sehr klein, die hier einmal mit reinkommen. Ich bin selber wieder sehr, sehr neugierig, wie weit ich damit kommen werde und halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden und hoffe, ihr habt Spaß, mir dabei zuzuschauen, mitzumachen ganz fleißig und auch den ganzen tollen anderen Mädels, die ich versuche, euch alle einmal unten in die Infobox zu packen, da auch mal vorbeischauen, ein bisschen Liebe natürlich da lassen, auch vielleicht in Form eines Abos, weil es echt liebe, wundervolle Mädels sind, die da mitmachen und ja, ihr Süßen, vielleicht schreibt ihr mir auch in die Kommentare, kramt euch 10 Sachen raus und schaut wirklich, ich gebe euch den Tipp, holt euch nicht Asampötte als ne, Startpunkt. Da verzweifelt ihr nicht dran. Aber holt euch vielleicht ein paar kleinere Sachen, wo ihr denkt, boah, die haben es verdient, aufgebraucht zu werden, weil sie halt eben toll sind, weil ich sie gerne benutze und macht einfach mit. Ihr Süßen, das soll es gewesen sein an dieser Stelle und ich wünsche euch jetzt von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag, Nachmittag. Je nachdem, wann ihr halt gerade das Video schaut und ich freue mich drauf, euch beim nächsten Mal im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, ihr Süßen. Macht's gut. Ciao.